Ist es ein Witz? Ich gehe mal wieder in die andere Richtung. Was zur Hölle wollen die von mir? Wie soll ich das machen? Lauf, Ori, lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott! Ganz im Ernst, also danach braucht Ori echt Urlaub. Mit einem Psychiater. Oh nein. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gumon-Siegel wurde gefunden. Aha. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen, südlich von hier. Es ist nicht allzu weit, ich kann dir den Weg zeigen. Toller Weg. Achso, jetzt habe ich eine Karte. Und guck mal da. Ich habe gewusst, dass da noch was ist. Toll, jetzt muss ich nochmal zurück. So ein Dreck. Wie komme ich da hin? Also jetzt müssen wir erstmal zurück. Kann ich hin? Was? Was? Nein, warte, noch, mach das wieder an. Dankeschön. Erstmal speichern. Und dann nicht von dem. Ja, aber ja, super. Was mache ich hier eigentlich? Oh Gott, was zur Hölle? So, und jetzt gucken wir noch mal ganz drüben lang. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass da noch Wasser ist, aber ich habe Angst gehabt, weiterzulaufen und nachher macht der Wald wieder irgendeinen Scheiß und dann sind wir wieder woanders. Deswegen. Ups, das war das Falsche. Ich wollte jetzt auf die Karte. Da oben ist doch was. Wie komme ich jetzt da oben hin?
Gut, vielleicht brauche ich hier die Blubbelfrösche, also muss ich nochmal zurück. Ich darf die Blubbelfrösche nicht töten. Gut, wusste ich nicht. Lassen wir dich mal am Leben und dich lassen wir mal am Leben. Au. Aber dich. Okay. Na, also geht doch. Gehst du weg? Und da unten kann ich nicht mehr hin. Gut, dann haben wir das auch eingesammelt. Keine Lust. Keine Lust. Ah, langsam komme ich rein, hä? Hui. Erstmal hier speichern, bevor wir draufgehen. Genau, das habe ich nämlich gewusst. Immer wenn ich sowas sage, dass ich gut bin, dann muss ich danach gleich sterben. Das ist nämlich die Quittung denn dafür. So, das lassen wir alles so, oder? Ja. Und jetzt können wir nach unten gehen, links, und das Kartenfragment holen und dann nach rechts. Und dann gehen wir hier so, weiß ich nicht, hier so, hier so. Ich habe keine Ahnung, wie wir da runterkommen sollen. Ich kenne nur noch den Weg hier lang. Naja. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch nur Erleuchtung. Erleuchtung! Geh weg! Au, oh, hör auf zu. Blöder Frosch. Ja, ja, nochmal. Nein. Noch nicht, kann nicht, komme ich da oben hin? Wow! Keine Ahnung. Speichern! Und abwärts. Hui, hui! Erstmal das Kartenfragment. Dann speichern. Dann alle umbringen. Aua. Aua, das war ein bisschen intelligent gerade. Oh. Dieser blöde Killerfrosch, der macht mich völlig fertig. Schluck deine eigene Medizin hier. Das war so. Aua, jetzt hat er mich echt noch erwischt, dieser blöde Frosch. Das ist gar nicht so einfach. Nein, ich renne extra weiter weg und dann kriegen die mich trotzdem noch. Hoch mit dir! So. Und dann wollte ich hier unten links mal rein, weil ich davor nicht war.
Krieg hier noch einen Herzinfarkt. So. Ein Hornkartenfragment. Alter, ich habe 3 Stück, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die einsetzen soll. Ist ja schön, dass wir die sammeln, aber ich würde die auch gerne mal irgendwo einsetzen. Ach, nicht schon wieder du. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Nee, ich spring da nicht rein, wenn ich nicht weiß, wie ich wieder rauskommen soll. Oh Gott, okay. Also brauchen wir den grünen Hampelmann. So, danke schön für die Hilfe. Echt nett. Ich brauche dich immer noch. Geht's noch? Nur deine Dienste sind echt gefragt. Kumpel, komm mal mit. Nein. Ach, Kumpel. Wie mache ich das denn am besten? Wenn ich den runterrennen lasse? Ui, komm mal her. Das war... Nee, hab ich's geschafft? Oh ja, wir haben's... wir haben's geschafft. Ey, supi. Und wir sind sogar richtig. Cool. Eigentlich konnten wir das mal einsetzen. Da, glaube ich, kann ich nur hin, wenn ich unter Wasser atmen kann. Das ist ja cool. Haben wir wenigstens eins schon mal los. Doch, die Feder ist echt entspannt. Oh, wie kriege ich denn dich? Ich weiß nicht, ob ich dich noch brauche. Au. Eis? Was? Ah, au. Au! Hilfe! Nochmal bitte. Das war zu schnell. Wir gehen erstmal da rechts rum und dann links. Ich will ja alles erkunden. Also, fast alles. Da weiß ich noch nicht, wie ich reinkomme. Dich brauche ich anscheinend nicht, also verzieh dich. Ohne Witz, der hat mich echt noch erwischt. So. Hier können wir nochmal speichern, wenn... So. Weg da! Okay, hier ist nichts wirklich wichtig. Da oben ist ein Schalter. Na, ich komme noch nicht wirklich ran. Komm her. Kommst du her? Nein, nein, komm mal her. Aber du dämlicher, dämlicher. So, Schalter. Okay. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass die Windwelt eine Eiswelt ist. Okay. Nee. Sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir jetzt nach unten rechts.
Oder auch nicht. Okay, ich kann nicht nach unten rechts. Wunderschön. Die Welt hier wunderschön. Sieht echt toll aus. Hätte ich da so wie der Affe mich reinbacken können? Ich weiß es nicht. Oder von der Seite? Keine Ahnung. Okay, so geht's nicht. Keine Ahnung, wie ich das kaputt machen soll. Aber gefällt mir auch schon besser als die Lava-Welt. Okay, so kommen wir nicht mehr darüber. Die sind auch einfacher als die Lavamonster. Eins üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Kann ich da runter? Ich weiß nicht. Lieber nicht. Jene, die nicht entkamen, bezahlten mit ihrem Leben. Mal so, ich bin nur... Nur mal kurz gucken. Gummonsiegel einsetzen. Ah, da war ein Gummo wieder. Ich habe ihn gerade gesehen. Und wir sind im zweiten Turm. Elendsruinen. Also im zweiten... Die Elendsruinen. Hier leben die Gummon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Diese Gummon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Guck mal da, hier überall. Ach Mensch, das tut mir leid. Wow! Okay, das ist Feuer heiß, Feuer böse. Die Gummon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaumes darin aufzubewahren. Hallo? Nein, 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 wir drücken jetzt nicht Shift. Ich will mich jetzt erstmal hier... Was? Nochmal. Was? Der kommt jetzt mit? Mist, was sollte ich drücken? Ist doch gerade mitgeflogen, oder? Benutze das Lichtgefäß, um die Gummon-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Ach, geil. Wow! Nein, halt, ich hab Shift losgelassen. Und jetzt? Und jetzt? Oh nein! Oh cool! Oh Gott! Ich kann mit sowas gar nicht. Die Steuerung ist... Oh mein Gott! Okay, ab jetzt geht der Rage-Modus erst richtig los. Feuer lieb. Oh nein, Feuer böse. Ja, das kann man ja nicht wissen. Man muss alles mal austesten. Warte mal. Wenn ich die Kugel loslasse, dann müsste ich doch... Oh cool. Oh Gott. Oh mein Gott, das wird...
Es wird richtig schlimm. Nach rechts hätte ich auch noch gehen können. Soll ich erst nach rechts gehen? Was ist, wenn rechts was echt Gutes war? Ich gehe nochmal kurz nach rechts. Ich habe nämlich das Gefühl, das geht hier weiter. Also richtig weiter. Entschuldigung. Ha ha ha. Was habe ich gesagt? Es ist zwar nur ein kleiner Lumsi, aber wir brauchen ja nachher, wir brauchen ja die Fähigkeitenpunkte. Also besser zu viel haben als zu wenig. Und das war ja jetzt nicht so ein großer Umweg. Richtig geil gemacht. Richtig kompliziert gemacht. Oh Gott, das wird was werden hier. Müssen wir nur kurz warten und schon jetzt speichern wir erstmal ab. Und dann geht's weiter. Wir werden alle sterben. La 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 la. Wir werden alle sterben. La 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 la. Oh Gott, ich hab's gewusst. Ja. Gut, wir müssen oben bleiben erstmal. Sterb doch bitte, damit ich weiterkomme. Dankeschön. So. Au! Au, das war nicht gut. Böses. Ich finde voll cool, dass es dich auch verfolgt. Also, dass es jetzt mitkommt. Oh Gott, nein.